So, Freunde, willkommen zurück zu Max Payne. Ich muss jetzt gerade noch mal ganz kurz schauen, ob ich auch tatsächlich das Spiel aufnehme. Es sieht ganz danach aus, denn ich hatte hier folgendes Problem. Ich habe ja hier das letzte Mal aufgehört und gestanden und habe dann auch den Part soweit aufgenommen, das Spiel beendet und habe dann in die Aufnahme geschaut und gesehen, oh fuck, du hast die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm aufgenommen, du Affe. Das bedeutet, das letzte Save-Game, was ich gemacht habe, das Auto-Save-Game, war irgendwann kurz vor Ende. Und ja, es fehlte dann mal guten Teil. Und ich habe das Spiel nochmal durchgespielt, innerhalb von, ich glaube, 50 Minuten. Ich habe natürlich Cheats benutzt, die muss ich jetzt mal erstmal wieder deaktivieren. Ich weiß aber ehrlicherweise nicht, wie. Denn ich habe alle Waffen und ich habe unbegrenzt Munition. Ihr seht das hier unten. Da tut sich nichts. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich das ausgeschaltet kriege. Tja, keine Ahnung. Ich bin aber, soweit ich weiß, wieder verwundbar. Was bedeutet, ja, ich gucke jetzt mal, ob mich das hier... Warte mal, ich gucke mal, ob mich das jetzt hier stört. Nee. Das tut's nicht. Schade. Wie kriege ich das denn wieder weg? Also, normalerweise konnte ich mit F12 nur so eine Konsole öffnen. Und, ja, das eingeben, was ich gerne hätte. Sprich, God Mode oder unbegrenzt Munition. Das war ja quasi nur zu dem Zweck des nochmal Durchspielens bis zu diesem Punkt hier. Und ich krieg das nicht mehr weg. Also ich musste in die Kommandozeile des Spiels einen Begriff eingeben. Den habe ich wieder rausgelöscht aus der Kommandozeile. Und der hat das irgendwie nicht übernommen. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ihr seht, ich werde verwundet, aber ich sterbe nicht. Gut, ich sag mal so, ich hab's ja schon mal gemacht, ihr habt's blöderweise nicht gesehen. Aber, ich muss das jetzt hier einfach so durchziehen, weil ich habe jetzt keinen Bock, das Spiel zu deinstallieren. Dann ist womöglich mein Speicherstand wieder weg. Und, ich darf den ganzen Scheiß nochmal machen, was ich ja dann wieder mit Cheats machen würde, damit ich das schnell durchrushen kann. Gut, deswegen, es tut mir leid, aber ich muss jetzt leider diesen letzten Teil hier mit Cheats aufnehmen, weil es geht nicht anders. Gut, Freunde, wir sind im Hauptgebäude der Acer Corporation, wo wirklich tatsächlich alles enden soll. Und jetzt kriegen wir hier auch gleich eine kleine Überraschung präsentiert, sobald wir hier um diese Ecke laufen. Ihr seht hier oben auf den Geländern stehen drei Kandidaten und die sind mit M79 Gewehren bzw. Granatwerfern ausgestattet. Sobald ich mich jetzt hier zeige, geht das hier los mit der Losballerei und ich würde unter Umständen ja eigentlich relativ zügig sterben. Was ihr machen könnt ist, ihr stellt euch ganz hier hinten in die Ecke, holt euer Snipergewehr raus und bringt diese Typen um. Das mache ich jetzt auch, die werden mich jetzt sehen und losschießen, ihr seht das. Und die treffen mich hier auch. Wenn ihr aber hier hinten steht, kann euch eigentlich so gut wie gar nichts passieren. Die kommen nämlich nicht so weit. Bedeutet, Sniper rausholen. Schießen und treffen. Das Ganze nochmal. Okay, nicht getroffen. Jetzt habe ich getroffen. Du auch. Und du hier kriegst einen Headshot. Sehr schön. Ja, blöd. Ich laufe jetzt hier natürlich mit den besten Waffen, die ich... Also gut, die Waffen hier, die ich jetzt hier in meinem Inventar habe, hätte ich ohnehin. Zwar natürlich nicht in der Munitionsauswahl so offen wie jetzt, aber ich werde natürlich jetzt nicht hier irgendwie durchrennen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Sondern ich werde das jetzt hier ganz normal machen und einfach so tun, als würde ich sterben. Ich wäre jetzt, glaube ich, schon dreimal gestorben. Keine Ahnung. Munition einsammeln könnt ihr auch vergessen, denn ihr habt ja alles voll. Den machen wir weg. Oh. Und hier springen wir ganz elegant rüber. Verdammt. Jetzt wäre ich auch gestorben. So zur Info. Ja, wir können hier aber rüber auf jeden Fall. So und so. Genau. Jawohl.
tot. Ihr beiden. Wo bist du hin, Junge? Komm her. Fuck. Hast du gerade eine Granate? Ja, jetzt wäre ich definitiv auch gestorben. Aber gut. Egal. Ich brauche mir aber jetzt keine Gedanken, um Save Points zu machen, denn ich sterbe ja nicht. Gut. Hier ist auch alles cool. So, das hier sind diese Plätze, von wo eben geschossen wurde. So, und hier bei diesem Scheißdreck. Ich werde trotzdem mal speichern, für den Fall der Fälle. Hier bei diesem Kack, da bin ich bei meiner ersten Aufnahme, ich glaube, 5 Minuten gehangen. Ich bin so oft dagegen gelaufen. Ich war sowas von hirnfuckt, ey. Und den Typ habe ich auch super oft übersehen. Keine Ahnung, was da mit mir los war. Wir kommen jetzt aber noch welche, glaube ich. Jawohl. Er hat einfach so viel aus, diese Wichser. Unfassbar. Das war alles? Ich hatte mehr in Erinnerung. Naja, egal. Da ist Mona Sex. Ja, wenn ihr so angucken wollt, macht's im Game. Jetzt für mich hier uninteressant. Das war's für euch. Ja, ich bin eigentlich das ganze Spiel aber jetzt hier humpelnd durch die Gegend gelaufen. When the elevator came back down, Mona was gone. Ja, Mona was gone, genau. So, jetzt fahre ich mal runter. Und jetzt müssen wir aufpassen. Ja gut, also ich jetzt nicht, weil ich bin ja im God-Mode quasi. Aber hier oben seht ihr wieder diese Laser. Und sobald diese Laser diesen Aufzug treffen, ich sag mal so, nicht so günstig. So, also immer schön diesen Ausgangspunkt hier anvisieren und wegballern. Der nächste ist da. So, das war's. Warum nutze ich eigentlich Painkiller? Ach Mann, ey. Na egal. So. So, ich habe mir extra hier nochmal einen Save Point angelegt, also einen richtigen Save Point, also kein Autosave oder so, beziehungsweise ein F5 Save, falls das jetzt hier nochmal schief geht, dass ich das nochmal machen kann. So. Ne, es gibt nur die Tür hier. In all the cool action movies, and I'm talking about the coolest of the cool game. Du auch, jawohl. Lebt noch. Bin noch nicht getroffen worden. Das heißt, unter normalen Umständen würde ich jetzt auch noch leben. Aber jetzt wird es langsam eng. Die sterben einfach nicht. Der ist jetzt tot, okay. Und du hier, was mit dir? Wow, ich bin nicht getroffen worden. Sehr geil. Das hätte ich jetzt tatsächlich überlegt. Nehme ich mir jetzt. Egal. So, ich werde hier mal speichern. Warum auch immer. Es ist einfach Macht der Gewohnheit. So, jetzt, spätestens jetzt, wäre ich gestorben. Ihr seht, ich humpel wieder. Wenn auch in Zeitlupe. Ich habe wieder Painkiller benutzt. Das ist so geil. Das ist wirklich Macht der Gewohnheit. So, wo fahre ich denn jetzt hin? Ich fahre wieder runter, okay. Oh, jetzt kommt hier der Helikopter, der mir alles kaputt schießt. Und jetzt muss ich bitte in diesen Helikopter, in diesen Aufzug. The unmarked chopper was Horn's pet guardian, inhuman and flawless. It was stalking me. So, Hallöchen. Kill the bastard! Der Typ legt mich so auf da oben.
Jetzt ist er tot, endlich. So. Scheiße, bitte nicht gegen die Wand schießen, Max. Ganz doof. Eigentlich muss ich jetzt hier dieser Fahrstuhl öffnen. Na los. Muss ich noch irgendwas machen? Ich weiß es nicht mehr. Horns locks were now offline. Ach ja, genau. All bets were off. The elevator would take me all the way up. Genau, diese Dinge muss ich zerstören, um die, ich glaube, das sind die Server, wenn ich mich nicht täusche, die Server zu zerstören. So, jetzt geht's tatsächlich ganz nach oben. Also ich habe für diesen Part ursprünglich 45 Minuten gebraucht, als ich das erste Mal gemacht habe. Und jetzt, glaube ich, bleibe ich unter einer halben Stunde. Schau mal. Seen from this height, the night seemed to stretch on to eternity. A hint of desperation had crept into the snowstorm, as if it was trying to get it all out before the end. So, so gespeichert. Dann kommen hier unsere ersten Stooges. Okay, ich wäre, glaube ich, jetzt fünfmal gestorben, keine Ahnung. Aber hier geht's auch jetzt weiter. Da sind nämlich in Miss Horns Büro die nächsten. Und die sind so schwer zu killen. Ihr seht die Westen. So. Horns personal computer was on. Next to the printer was a neat stack of expensive paper. Hacking through Horns computer would have unearthed files of criminal plans. Gut, okay. Was sich im Computer verbirgt, das dürft ihr euch denken. Nicht unbedingt die legalsten Sachen auf der Welt. Wir haben ihn zerstört. Und wir reden. Ach, da ist sie ja. So, wir sind ihr auf den Fersen. So viel steht schon mal fest. Kugeln sich aus Glas, wir Schlampen. Cold Commando macht auf jeden Fall Sinn. Max Payne, this is futile. A waste of time. The deaths of your wife and daughter were necessary. Inevitable. It is done. You cannot bring them back. Nothing you do will make it any better. Uh-oh. Also sie ist der Meinung, dass der Tod von Max, Frau und Tochter notwendig gewesen sind. Max Payne, you are fighting a losing battle. You cannot survive this. You will die. Stop fighting. Make it easy for yourself. Accept your fate. You will die here. Nein, das werden wir nicht. So, normalerweise trifft euch der Helikopter nicht, so wie jetzt gerade. Bei meinem ersten Versuch bin ich, glaube ich, hier 10-mal gestorben. Das war echt nicht nett. So. Ich glaube, jetzt sind hier noch genau... Scheiße, ja, ich wäre schon 3-mal tot. Zumal hier auch die Granate gerade noch explodiert ist. Hallo. Die sind beide noch am Leben. Was ist mit euch los? So, da habe ich mir eben was Hübsches ausgedacht. Genau das. Na komm.
That's for you. Oh, da ist noch einer. Hello. Also die halten eine Menge aus, die Burschen. Das ist tatsächlich nicht so einfach. So, ich nehme mal hier wieder die Ingrams. Ich habe das Gefühl, ich habe mehr Bullet Time. Kann das sein? Ja, das kann echt sein. So. Und was für dich? Und das war's für euch. Und du, mein Freund. Oh, zwei Schüsse und du bist weg. Auch schön. Das ist hier das Büro von der blöden Schlampe. Und für dich geht's jetzt nach draußen. Wir speichern nochmal ab. Ja, ihr könnt jetzt hier auf sie schießen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Sie wird das eh überleben. Für die gibt's nur einen Weg, wie wir sie töten können. Und den zeige ich euch jetzt. Komme ich nicht durch. Wir müssen hier oben lang. Und hier kommen gleich auch irgendwann Gegners. Aber erstmal zerstören wir die Seile. Und wir sehen, dieses Türmchen hier ist nicht so ganz stabil. Das war ein Sniper. Das war der ganz hinten. Der Penner. So, jetzt muss es ganz fix gehen. Wir haben das Snipergewehr. Und wir haben noch eine Minute Zeit, mit diesem Snipergerät da hinten dieses Teil, dieses Seil zu lösen. Das war's. Jetzt schnappen wir uns das M5. Oh ja, Quatsch, M5. M79. Und ab dafür. They were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was all over. The storm seemed to lose its frenzy. The ragged clouds gave way to the stars above. Max Payne, this is Deputy Chief Jim Bravura from the NYPD. We've got the building surrounded. Throw down your weapons and lie down with your hands behind your head. Bit closer to heaven. The cops' voices were distant and muted. Freeze! NYPD! Hold it right there! My ghosts released me from their haunting.
Down below, New York City glittered like diamonds on black velvet. You gave us one hell of a ride. Take him down to Central Booking. You heard the man. Woden was there in the crowd, standing by the sidelines. It wouldn't be over till the man with the patch would say so. He'd say the right words. I knew he would. He'd better. Woden grinned smugly. It was the grin of a winner. That made two of us. So, was haben wir jetzt noch? The Last Challenge. Was auch immer das ist. Let's go. Okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ganz ehrlich. Also ich habe das Spiel ja beendet und könnte jetzt hier theoretisch... Also ich habe es nicht Dead... Ich glaube, ich habe es doch Dead on Arrival gerade nochmal gemacht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Last Challenge, die habe ich noch nie gemacht. Gut, das ist natürlich jetzt keine Challenge für mich, denn ich habe immer noch Cheats am Laufen. Deswegen lassen wir das jetzt mal ganz fix. Und du hinrennst quasi auch nicht, Kollege. Wie kommen denn hier, Alter? Boah, was ist denn hier los? What the fuck? Das kann man doch normal gar nicht schaffen. Also mit einer Barretta, das ist doch völlig krank. Guck mal, wie oft die schon gestorben wäre jetzt. Also das nenne ich jetzt mal fast unmöglich. Die haben alle einen Jackhammer in der Hand. Also das halte ich tatsächlich für unmöglich. Also gut, man kann sich hier natürlich richtig geil verstecken. Das ist nicht das Thema, aber... da kommen ja so viele auf einen zu, das ist ja nicht normal. Well done, ja danke, für nichts. Also klar, man kann sich hier in diesen Dingern richtig gut verstecken. Aber... gut. Ach, guck mal hier. Okay. Ja und nu, was muss ich jetzt machen? Bin ich jetzt fertig oder was? Keine Ahnung. Muss ich hier raus? Ich muss hier raus. Was ist das denn? Ach, das sind die Entwickler wahrscheinlich. Ah, das ist das Entwicklerteam. Das ist ja cool. Das habe ich noch nie gesehen. Guckt euch die ganzen Fressen an. Geil, das ist gut. Das Spiel ist auch schon... Gott, wie alt ist das? Keine Ahnung. 20 Jahre oder was? Oder noch mehr? Das ist das Remedy-Logo. Das ist echt cool gemacht. Das sind diese ganzen nachempfundenen Orte. Das hier ist die Roscoe Street Station. Das hier weiß ich gar nicht. Das... Tja, keine Ahnung. Wine and Liquor, das habe ich auch schon mal gesehen in dem Spiel. Das hier ist... Sind das die Dächer? Das ist, glaube ich, dieses Dachlevel. Nee, das ist das Parkhaus. Cool, ey. Was ist das hier? Das ist auch, glaube ich, das Parkhaus. Das hier, ja, eins von diesen Wohnblock-Levels, keine Ahnung. Und das ist ja echt cool. Ja, und das Remedy-Logo. Gut bewacht, aber ihr seht, ich kann hier durchlaufen, gar kein Thema. Ja, cool, okay. Haben wir das auch hinter uns? Das habe ich echt noch nie gesehen, keine Ahnung. Gut, Freunde. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Das erste Good Old Game ist vorbei. Was ich als nächstes mache, das erfahrt ihr diesen Samstag. Da wird es das nächste Good Old Game geben. Welche Sparte das sein wird, in welche Richtung das geht oder was für ein Spiel das sein wird, ich habe überhaupt noch gar keine Ahnung. Ich werde mir das relativ spontan überlegen, ob es jetzt ein Rollenspiel wird, ob es ein Geballerspiel wird oder... Ich habe wirklich noch gar keine Idee. Lasst euch überraschen. Und seid am Samstag definitiv dabei, wenn ich den ersten Teil meines neuen Good Old Game Sparten Videos veröffentliche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, tschüss.